In meiner Freizeit gehe ich gerne in den Turnverein, wo Teamarbeit gefragt ist, so wie im Beruf auch. Ich habe mich für VG Psychiatrie entschieden, weil ich gerne Leute helfe und sie auch in schwierigen Lebenssituationen gerne unterstützen und begleiten. Wir machen meistens Blutentnahmen, wenn ein Patient oder eine Patientin neu ist eintreten oder auch während dem Aufenthalt, wenn es irgendeinen Grund gibt, um etwas zu untersuchen. Bei einer Blutentnahme ist es wichtig, dass man die Leute immer vorher informieren und auch fragen, ob das für sie in Ordnung ist. Wir machen, wenn eine Patientin oder ein Patient neu eintritt, immer eine Drogenuntersuchung im Urin, da ich auf der Abhängigkeitsstation arbeite. Wir töten ab und zu mit den Patientinnen oder den Patienten döckeln, um sie zu unterhalten und auch, ein bisschen, dass sie besser gelohnt sind in diesen Situationen. Ich finde die Teamarbeit hier sehr gut und auch sehr wichtig. Wir können immer fragen und wir können es auch zusammen lustig haben. Ich finde den Lehrbetrieb so sehr gut, da man hier auch die Möglichkeit hat, Stationen zu wechseln innerhalb der Lehre. Wir gehen ab und zu mit unseren Patientinnen und Patienten spazieren, dass sie ein bisschen an die frische Luft kommen und mal Abwechslung haben von der Station und dass wir mit ihnen ein bisschen ins Gespräch kommen. Nach einem Arbeitstag gehe ich mit einem guten Gefühl nach Hause, da ich viele Leute unterstützen konnte.